letztendlich habe ich das, was? Auch wie lebt noch er noch? Garantiert jetzt. Ja. Ja, wie gesagt, wir brauchen Munition. So. Was verschafft mir diese Freude? Wir brauchen, da wollen wir noch gar nicht hin. Wollen wir den? Wir wollen doch die PDE holen. Hm? Ach nee, da brauchen wir keinen. Da brauchen wir jenen. Da brauchen wir jenen. Ach, hier gibt es bitte mal ein Artefakt, genau. Oh. Warte mal. Da habe ich nicht geahnt. Bin ich nicht eine verdammte Animalie. Bin so eine verdammte Animalie eingerammelt. Ich hab's geahnt. Ich hab noch gesagt, ich bin hier meistens zu übermütig und ramme in so eine bescheuerte Anomalie rein und bleib doch, weiß Gott, auch eine ganz böse. Ich bin also in so eine Wechselfeld, ich bin nicht wieder rausgekommen. Ich habe bestimmt 20 oder 30 Medibugs da drin gelassen, nichts zu machen, nicht rauszukommen. So. Oh, die haben mich schon halb gegrillt. Wundert mich jetzt eigentlich, weil normalerweise ist hier das Artefakt Blase drin, ne? Erstaunt mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Tja, ist dann immer wieder alles ein bisschen anders. So, Blase können wir auch noch anders kriegen. Ich will es aber trotzdem gleich anlegen. Nee, warte mal. Wir haben jetzt hier ein Kloster, ne? Das ist der zweite. Wir haben hier Gesundheit 2. Hm, ja gut, ich könnte jetzt den hier rausnehmen. Dann hätten wir zwar die Sachen hier auch. Nee, hätten wir auch nicht. Reicht's nicht. Ach da. 2. 6 zusammen, ja. Und da hat er bis 6. Ne, das klappt nicht. Das klappt nichts. Also, verkaufen. Und kriegen wir gar nicht schön Geld. Na, hallo. 10.000 Rubel ungefähr bringt. So, wir gehen jetzt auf den Dackel schießen. Auf zum fröhlichen Dackel schießen. So. Lange mache ich aber jetzt nicht mehr. Wie gesagt, noch 10 Minuten, Viertelstunde. So. Jetzt kommt wieder diese geile. Sieh mal, es ist keine Anomalie. Das will ich mir jetzt erstmal angucken hier. Trotz der Himmel wieder so geil. Ach, schade, dass das so verkrieselt gerade ist. Aber das liegt nicht am Bombardieren oder was. Boah. Die Farbänderung. Hammerharte. Das ist nachher durch diese komische Psi-Anomalie oder Psi-Emission. Ach, jetzt lernt das auch die Leute richtig zweite Hunde kennen, die hier irgendwie halt falsche Viecher projizieren hier. So, jetzt müssen wir hier bei den Rudis. Die plündern wir noch ein bisschen. Ne, den plünder ich nicht. Von dir will ich bloß das und das. Das kannst du behalten. So, irgendwie hat ein PDE. Will ich auch nicht. Was haben wir? Was ist das so? Schrot, kann auch behalten. So. Ne, da hat ein PDE. Warte mal, ich will auf den 10er. Weil sobald man den PDE aufnimmt, kommen die vierten von hier haufenweise. Wie ist da angepatscht?
Deswegen werden wir hier auch mal umstellen auf etwas heftigere Waffe. Nix. So, das nehmen wir mit. Mein Kopf bringt mich um. Ich kann nicht mehr richtig denken. Immer schön in die Sprache schießen. Ach, die Hunde sieht uns auf den Fersen. Ich will hier nicht. Nein! Oh mein Gott! Ja, unwichtig, was da gelabert hat. Ich glaube, hinten noch welche. Ja, genau, die wollen mich gerade das Loch angreifen. Ist hier aber nicht mehr, oder? So, haben wir hier für klare Verhältnisse gesorgt. Hier wird wohl das noch recht offenbar. Auch hier kommt sich wieder eine ganze Truppe. Die werden ja jetzt blöd glotzen, wenn sie ihn von hinten verlassen kriegen. Ach, die rutschen sich hier den Berg runter. Mein Maus hängt schon wieder deswegen. Ach Mann, komm! Scheiß Tag gehabt. Da kommt auch noch so eine Horde Mutanten angerammelt. Zombies, nicht Zombies, zombifiziert steht immer da. Waren mal gute Stalker, jetzt sind es nur noch gute Zielscheiben. So, geben wir dem mal den kleinen Ding. Und dann schickt er uns zum Lefty. Hast du schon Lefty getroffen? Ich bin die Aufmerksamkeit in Person. Alle Nasen lang. Boah, mir geht den ganzen Tag jetzt dieses blöde Lied durch den Kopf, gell? Kann's nicht verhindern. Könnt ihr auch mal anfangen zu singen. Aber vermutlich, ey, komm her, sag auf. Aber vermutlich wird mir echt dazu Ohren kratzen. Unserem bescheidenen Labor. Hattest du Erfolg? Es ist schade um diese jungen Männer. Ich hoffe aufrichtig, dass ihr Opfer nicht umsonst gewesen ist. Wir wollen uns mal die Dokumente ansehen. Höchst interessant. Einige meiner Vermutungen scheinen sich zu bewahrheiten. Also, das ist wirklich überaus interessant. Ausgezeichnet! Das hier beantwortet zahlreiche Fragen, aber wir werden einige Zeit brauchen, um vollständig zu verstehen, was vor sich geht. Wir scheinen es hier mit einem von Menschen hergestellten Gerät zu tun zu haben. Dieses Dokument ist eine Bedienungsanleitung für das Kühlsystem dieses Gerätes, das sich im unterirdischen Bereich der Anlage befindet. Der Energieverbrauch des Geräts ist immens. Damit wird die Sache klarer. Offenbar sind die häufigen Psi-Ausbrüche die Folge eines Versagens im Kühlsystem dieses Geräts. Wenn wir es reparieren könnten, würde die Stärke der Psi-Emissionen stark zurückgehen. Ich benötige etwas Zeit, um mich mit dieser Angelegenheit auseinanderzusetzen. Mach dich daher bitte auf den Weg zu dieser Anlage und schließe dich Lefty und seinen Stalkern an. Ich dürfte im Zuge dessen weitere Informationen für dich parat haben. So. Ich lasse jetzt mal noch diesen Dialog durchlaufen. Damit haben wir seit dem Tag Probleme, an dem dieses Labor gebaut wurde. Die Wände sind zwar stark, aber das Geheule und anderer Lärm von draußen sind äußerst störend. Du kannst dir vorstellen, wie schwierig es ist, unter diesen Umständen wissenschaftliche Forschung zu betreiben. Oder gar zu schlafen. Als ob das nicht genug wäre, müssen wir auch noch ab und zu den Bunker verlassen, um Proben zu sammeln. Wir haben lange Zeit über dieses Problem nachgedacht. Ganz gleich, wie sorgfältig das Militär die Anlage gesäubert hat, die Zombies sind immer wieder zurückgekommen. Uns wurde erst nach einiger Zeit klar, woran das liegt. Als wir nämlich einen meiner früheren Assistenten, der während der Messung in der Nähe der Fabrik verschwunden war, in den Reihen der Zombies wiedergesehen haben. Es ist das Psi-Feld. Jeder, der in dessen Einflussbereich gerät, verliert den Verstand und verwandelt sich in ein Zombie.
Der Grund hierfür ist ein irreparabler Schaden an den höheren Funktionen des menschlichen Gehirns. Das heißt, diese Kreaturen sind keine Menschen mehr. Sie haben keine kognitiven Fähigkeiten und ihr Verhalten geht auf das zurück, was ihnen an tierischen Urinstinkten geblieben ist. Naja, ich weiß ja nicht, wie die Tiere über AK schießen können. Okay. Wir sollen uns jetzt der Lefty-Gruppe da anschließen, also dem Lefty, da unten steht. Okay, Professor, warte auf neue Anweisungen. Okay, dann warte mal, Lefty. So, denn wir warten auch, ich spreche hier ab und was geht denn morgen weiter? Oder? Mich reißt die Nacht noch mal am Rechner. Wir haben ja Wochenende. Morgen kann ich schön ausschlafen. Mal schauen. Ja. Die letzten auch, ja genau, während dem aufgenommen habe, habe ich auch die letzten Teile hochgeladen. Also gibt es auch wieder was zum Angucken für die auf YouTube gucken wollen. Und ich sage Tschüss.